Ein Hannover, eine Welt. Dafür steht das Projekt Welt in Hannover. Mehrsprachig, interkulturell und vielfältig. Das ist Welt in Hannover. Gemeinsam soll ein Raum für Kreativität im Netz geschaffen werden, der die vielfältige Stadtgesellschaft abbildet und weiterentwickelt. Gerade für eine Stadtgesellschaft, die Hannover ist, lebt von der multikulturellen Vielfalt und deshalb dieses Projekt. Das Team besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Kulturzentrum Faust e.V. und Kaga e.V. sowie zahlreichen Ehrenamtlichen. Bei regelmäßigen Redaktionssitzungen auf dem Faustgelände in Linden werden neue Ideen und Möglichkeiten besprochen, immer mit dem Ziel, die Integration und Gleichstellung in der Stadt und Region Hannover voranzutreiben. Die Redaktion von Welt in Hannover befindet sich in der Stärkestraße 19a in Linden Nord. Hier arbeiten 5 Leute als Übersetzer oder für die Redaktion. Tonike kam mit 21 aus Georgien nach Hannover, um hier zu studieren. Daher weiß er, wie wichtig es ist, dass sich interkulturelle Projekte wie Welt in Hannover in das Leben der Menschen mit Migrationshintergrund integrieren. Ich war in diesem Bereich, war Migration, Integration, war ich schon während meines Studiums sehr aktiv als Ausländerreferent von ASTA. Oder ich habe auch ein Verein geleitet, ehrenamtlich, wo wir viele interkulturelle oder internationale Jugendaustausch gemacht haben. Welt in Hannover will die Menschen in der Stadt miteinander verbinden, indem sie eine Plattform für aktuelle Informationen aus den Gemeinden und Stadtteilen anbieten. Darüber hinaus informieren sie über die vielfältigen Bildungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund. Jeder soll sich angesprochen fühlen. Die Website ist in 13 Sprachen veröffentlicht und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams übernehmen individuelle Übersetzungsarbeiten für unterschiedliche Belange. Ich bin die verantwortliche Übersetzerin für die Sasaki-Sprache. Das heißt also, alles, was wir in Welt in Hannover anbieten und was in Sasaki erscheint, geht über meinen Tisch. Das ist das eine, das Hauptsächliche in Welt in Hannover. Und das andere ist eben, dass ich Redaktionsmitglied bin und auch als Redakteurin und Journalistin fungiere. Das heißt, ich schreibe auch Texte für Welt in Hannover. Ich wünsche mir und hoffe für Welt in Hannover, dass wir unser Ziel, uns hochzuarbeiten bis Ende 2015 auf 20 Sprachen, auch erreichen. Ein wesentliches Element des Projekts ist der interkulturelle Veranstaltungskalender, der über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten soll. Eine dieser Veranstaltungen ist das Limmer Straßenfest, bei dem Welt in Hannover 2014 zum ersten Mal vertreten war. Oder auch bei der Freiwilligenbörse in Herrenhausen. Das Wir-Gefühl der Stadtgesellschaft stärken, die Vielfalt Hannovers transparent machen und die Integration und Gleichberechtigung fördern, das alles kostet sehr viel Zeit, Engagement und nicht zuletzt auch Geld. Die Anschubfinanzierung hat die Stadt Hannover übernommen. Die Schirmherrin des Projekts Welt in Hannover ist Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. Also das ist natürlich auch eine großartige Werbung für die Stadt, dass sie ein Angebot geschaffen hat, zusammen mit vielen Ehrenamtlichen, dass Informationen in so vielen Sprachen, Informationen über alles, was in der Stadt passiert, aber auch eine Diskussionsplattform. Also ich gucke da immer mal rein, wenn ich über die Flüchtlinge, die wir gerade am Weißen Kreuzplatz haben, was erfahren möchte oder über Veranstaltungen was erfahren möchte. Also ich finde das ein sehr informatives, sehr gelungenes Portal. Ich kann nur alle Städte Niedersachsens dazu animieren, das nachzumachen. Ein besseres und sozialeres Hannover, von dem alle profitieren. Das ist das Ziel von Welt in Hannover. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann mach mit, denn jeder ist herzlich eingeladen.